So, meine Damen und Herren, für Business Class und First Class leider nicht gereicht, aber mit der Economy gebe ich mich auch zufrieden. Verstehst du? Oder? Bodenständig bleiben. Auf geht's, auf geht's. Let's go! Was geht ab, meine Damen und Herren? Was geht? Wir sind in Dubai. Also, ja, alle, die auf Insta folgen, also wer noch nicht auf Insta folgt, erstmal abchecken, liken, abonnieren, sowohl hier auf YouTube und überall anders auch. Wir sind einfach in Dubai gelandet, gönnen uns einen wunderschönen Urlaub. Ein riesiges Dankeschön an Domenico, an Urlaub in Dubai. Alles unten verlinkt, der uns diese Reise ermöglicht hat. Also ist alles schon selber bezahlt, so ist nicht. Wenn ihr mal nach Dubai fliegen wollt oder auch andere Sachen machen wollt, checkt bitte die Links in der Beschreibung ab. Domenico wird euch und beziehungsweise sein Team und er werden einfach schauen, dass ihr einfach einen geilen Urlaub macht, so wie wir jetzt. Ich zeige euch jetzt ganz kurz das Zimmer. Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert oder nicht. Aber wir fangen einfach von meiner Seite aus nach rechts. Gehen einfach hier kurz rein. Haben hier ein schönes, nettes Bad. Recht geräumig, recht groß, recht entspannt. An alle, die einmal Kollegen von mir laden, meine muslimischen Brüder und Schwestern, also ich bin kein Muslime, aber ein Koran. Und ich finde, ein Koran, also der war jetzt in dem Fall in der Lade, sollte dort nicht liegen, sondern irgendwo schön stehen und halt, ja, stehen halt. Schönes, großes King-Size-Bett, wo man sich entspannen kann, ein geiles Sofa. Das Highlight des Zimmers ist diese wunderschöne, offene Badewanne. Also schaut schon richtig nice aus. Wir lassen uns hier gut gehen, entspannen ein bisschen und genug jetzt vom Vlog. Jetzt wird ein bisschen was gegessen. Meine Damen und Herren, willkommen in der Dubai Mall. Einen geilen Krispy Kreme Donut haben wir sich jetzt gezogen. Also richtig klassisch, einfach einen klassischen Glazed One. Zuerst das Süße, dann das Salzige. Einmal geil. Zu geil. Jetzt wird's arg, meine Damen und Herren. Jetzt wird's arg. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier angekommen. In der Wüste einfach von Dubai. Crazy. Ich glaube, man sieht mich jetzt nicht. Aber wir fahren so ein bisschen herum, cruisen ein bisschen und am Abend gibt es noch eine geile Überraschung. Das heißt einfach beim Video dranbleiben. Ich hoffe, das Video gefällt euch bis jetzt. Ein paar Eindrücke einfach von unserem Urlaub, dass wir hier einfach so ein bisschen abschalten können, relaxen können. Bester Mann. Das ist der beste Mann hier. This side, okay? Okay, perfect. No jumping, okay? Okay, no jumping. This one you're jumping, this one you're broken, okay? Okay, perfect. So Mädels, darf ich ein Abo, okay? Man sieht sich. Oh mein Gott. You're good. Thank you. Woo. So, Tour beendet, meine Damen und Herren. Ihr habt vielleicht ein paar Anblicke gesehen. Ich konnte jetzt nicht so viel filmen. Wir hatten zwei Quads. Was aber richtig nice war. Ja, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ohne der Verschleierung, wäre katastrophal. Ja, jetzt schwimmen wir jetzt auch mal auf unserem Fahrrad, auf Leimand. Und dann gibt es das Highlight, meiner Meinung nach. Also jetzt schon ein bisschen die Bilder gesehen. Wir haben ein bisschen Reis, ein bisschen Hummus, geilen Salat, Hühnerfleisch und Lammkebab. Das wird sich jetzt mal ein bisschen gegönnt. Wow. Boah. Saftig, geil. Richtig gut. Jetzt das Hühnchen. Boah. Butterzart. Richtig gut. Boah. Oh mein Gott. Aber mein Highlight. Lammkebab. Crazy.
Meine Damen und Herren, angekommen in der Altstadt, sage ich jetzt einmal. Ist halt alles so ein bisschen schön touristisch gehalten. Aber ist mal schön zu sehen. Ich habe vorher diese zwei fetten Rolex-Gebäude gesehen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Da steht nur Twin Tower Rolex. I don't know. Auch was zum Essen gibt es natürlich auch. Aber schauen wir uns ein bisschen herum. Ich glaube, wir haben jetzt auch so einen Zeitpunkt erwischt, wo jetzt nicht alle Stände offen haben. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen herumspazieren, ein bisschen Sonne genießen, ein paar Steps sammeln. Und ja, Dubai sonst bis jetzt wirklich Gesundheit. Bitteschön. Eigentlich recht entspannt. Also jeder, egal wo du hier vorbei gehst, jeder will dir einfach irgendwas andrehen. Hey, special. Good price. Aber ist verständlich. Also touristische Spots hier, die wir jetzt hier abklappern. Schauen wir jetzt noch ein bisschen um, was es noch so gibt. Meine Damen und Herren, kurzer Supermarktstopp, ein 7-Up, dann ein Mini-Monster, das wahrscheinlich 7 Euro kostet. Also allgemein die ganzen Energies hier, ihr könnt sehen, die haben einfach gar keine. Wir haben einfach normales Monster und dieses weiße Monster. Auch wenn es Ultra ist, aber schmeckt scheiße. Und das geilste finde ich, sind diese Sachen hier. Einfach KitKat, Lotus. Richtig geil. Oder KitKat mit Cinnamon. Denkt euch eine Zimtrolle mit Schoko. Und so ein Keksstück dazwischen. Genauso schmeckt das. Wir sind kurz bei Pizza Hut stehen geblieben, auch so eine Institution. Jetzt ist nicht kulinarisch auf der typisch Dubai. Aber Dubai ist auch bekannt dafür, dass sie sehr viele amerikanische und sehr viele internationale Fastfood-Ketten haben. Und ja, ich habe mir so eine kleine Chicken Barbecue Pizza rausgelassen. Mit einem normalen Rand, also so typisch Pizza Hut mäßig. In so einem Cast Iron. Wir lassen einfach mal gemeinsam ran, schauen mal, wie es schmeckt. Ihr wisst, ich bin Pizza-Kritiker Nummer 1. Riecht sehr barbecue-lastig, ist halt sehr amerikanisch. So ist es nicht. Deswegen schauen wir mal. Hallo. Geile Kruste. Fetter Teig und Käse. Also mit dem kannst du fast niemals falsch machen. Solide. Ich habe jetzt für ein Getränk und diese kleine Pizza habe ich 30 Dirham gezahlt. Solche Potato Wedges bekommen, aber zu denen kann ich jetzt nicht viel sagen. Das sind normale Pommes, also normale Potato Wedges. An sich Pizza solide, also für ein Fast Food Ding ist okay, ist gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal dahin gehen würde, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht, wenn ich wirklich jetzt Urbock hätte, einmal in den USA bin, einmal dieses American Feeling haben möchte, dann vielleicht. Aber hier in Dubai, ich habe es einmal jetzt probiert. Und wenn ich jetzt nochmal nach Dubai kommen würde, würde ich jetzt nicht nochmal zu Pizza Hut gehen. Sehr viel spazieren, haben sehr viel erlebt, haben sehr viel gesehen heute. Einmal einen anderen Stadtteil von Dubai gesehen, also Dubai Marina, JBR, für die, die es kennen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich vielleicht wenig gefilmt habe, oft die Kamera nicht dabei hatte und ich sage es euch ganz ehrlich, oftmals durfte ich nicht einmal filmen. Ich habe es hier auch in meinen Insta-Stories, also in unseren Insta-Stories bei CB1 erklärt, warum, weshalb. Daher hoffe ich natürlich, dass euch dennoch die ganzen Eindrücke ein bisschen gefallen haben. Es ist nicht das letzte Mal Dubai, das war das erste Mal videotechnisch. Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier, dann nochmal viel, viel geiler. Und wir suchen uns jetzt nochmal ein schönes, geiles Restaurant. Dann gibt es noch so ein paar Eindrücke vom Abend. Und natürlich auf Insta folgen, weil da bleibt ihr immer up to date, seid immer live dabei. Meine Damen und Herren, wir haben uns jetzt nochmal schön hier eingefunden am letzten Abend hier in Dubai. In einer kleinen, süßen Pizzeria bei Da Michele. From Dubai to Napoli, from Napoli to Dubai. Und wenn wir uns jetzt ein, zwei schöne Sachen genehmigen, weil ihr wisst, ich kann auch nicht eine Reise machen, auch wenn es in Dubai ist, dass ich keine gute Pizza gegessen habe. Also wie ihr mich schon kennt, bin ich einfach ein Trüffel- und Pesto-Fan. Deswegen haben wir mal eine schöne, wunderbare Trüffelpizza hier vor uns. Richtig nice, auch so ein bisschen neapolitanisch angelehnt. Vorspeise haben wir uns nochmal eine Rigatoni-Pasta mit Basilikum, getrockneten Tomaten, ein paar Mandeln und Garnelen rausgelassen. Guter Biss auf den Nudeln. Die Tomaten geben eine geile Freshness. Was mich aber am meisten freut, ist einfach diese wunderbare Trüffelpizza. Dieses schöne, geile Schiffchen.
geiler Käse, trüffelig, leicht angerösteter Basilikum. Wow. Wir lassen uns jetzt gut gehen, entspannen ein bisschen bei der wunderschönen Location. Und dann melde ich mich noch einmal ganz zum Schluss mit einem kleinen Special. Wir haben eine geile Trüffelpizza zerfetzt. Jetzt ein geiler Nachtisch. Und zwar haben wir uns eine leckere White Chocolate Raspberry Truffle Torte, also Tortenstück, Cheesecake Tortenstück geholt. Boah, riecht sehr nice. Ich dachte mir so zuerst, ich nehme ein originales Stück, das mir so nah ist, vielleicht zu fad. Dann irgendwas vielleicht Special-mäßiges mit so viel Schoko und so. Wäre, glaube ich, zu viel. Mit ein bisschen Sahne, wir haben den Kuchen. Ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Wir legen einfach rein. Richtig smooth bin ich da durchgegangen. Boah. Mmh. Seht ihr das? Geile Cream. Auch diese Raspberry, diverse Schokolade oben, die Sahne. Boah, die Sahne ist richtig geil. Da ist, glaube ich, dieses Trüffelding, dieser Schokotrüffel ist da unten. Boah. Also, wenn ihr den holt, holt euch den, weil ihr habt diese klassische Cheesecake-Konsistenz, ihr habt die Raspberry, was ein bisschen eine geile Fruchtigkeit mit reinbringt. Geile Schlagsahne. Meine Damen und Herren, wir sind zum Ende angekommen und feiern wieder mit Dennis. Das Team CB1 ist wieder feiert. Ich bin back in Wien. War eine geile Zeit, war recht entspannt, aber das Dream Team kann einfach nicht stoppen. Von dem her, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt vielleicht in die Kommentare, welche Stadt wir als nächstes abchecken sollen, gemeinsam. Na, ich gehe ohne richtig in Richtung. Fix noch, Alter. War eine geile Experience. Bruder, eine Sache sage ich nur dazu. Wir hatten Portugal allein. Ja? Wir hatten Sarajevo alleine. Wir hatten Dubai alleine. Die nächste Tour ist gemeinsam. Und die wird dann brutal. Aber ganz anders. Last but not least, die legendären drei Sätze. Stay tuned. Stay fresh. Und stay hungry.